Ja, worum es geht, wurde gerade eingangs schon gesagt, wir sprechen über inklusive Sprache in der Generation Alpha. Ich glaube, die gesellschaftliche Debatte braucht man nicht aufmachen, die rund um geschlechtergerechte Sprache in den letzten Jahren geführt wurde. Und ihr könnt euch vorstellen, dass natürlich wir als Medienhaus genauso irgendwie darüber diskutiert haben, wie wir eigentlich mit geschlechtergerechter und inklusiver Sprache umgehen wollen in unseren Angeboten. Und wir haben uns dazu entschlossen, 2021, dass wir diese Diskussion gerne versachlichen wollen und nicht irgendwie emotional führen wollen, schon gar nicht über Kinder hinweg diskutieren wollen, sondern eben auf Grundlage von dem, was sie können, wollen und erwarten. Und haben deshalb 2021 zum allerersten Mal knapp 800 Kinder repräsentativ befragt, wie sie dazu stehen, und haben diese Studie jetzt gerade im Frühjahr neu aufgelegt, und die Ergebnisse stellen wir euch heute vor. Ich glaube, vielleicht zwei Sätze kurz zu KiKA. Wir sind so das gemeinschaftliche öffentlich-rechtliche Kindermedienangebot von ARD und ZDF. Wir sitzen in Erfurt, aber Inhalte für uns entstehen in den ganzen Landesrundfunkanstalten der ARD und beim ZDF. Und wir sind so das Zuhause von KiKA-Ninchen, der Sendung mit der Maus, aber genauso Dein Song, Die beste Klasse Deutschlands, Löwenzahn und so weiter und so fort. Uns gibt es im TV, aber eben auch als Digitalangebot, als App, Website und als Social Media. Und wir sprechen 3- bis 13-Jährige soweit an. Wir würden am Ende einen Blog machen für Fragen und Diskussionen. Das heißt, vielleicht hebt ihr euch so die Fragen dann einfach auf, wenn irgendwie unterwegs was kommt. Genau, zu uns wurde gerade schon ein bisschen was gesagt, aber du kannst vielleicht noch einen Satz zu dir sagen und dann ergänze ich noch meinen. Na, ich versuche vor allem erstmal einen Technikcheck. Ich weiß nicht, bin ich zu hören? Einmal kurz, yes, sehr gut. Einen wunderschönen guten Morgen. Es macht tierischen Spaß, gerade hier zu sein. Ihr seht alle aus so ein bisschen wie bei Silent Disco. Das ist voll lustig von hier vorne. Genau, Daniel hat gerade schon was zu sich gesagt, beziehungsweise sagt vielleicht auch nochmal was. Ich bin so die Quotenfrau, sage ich immer. Also ich werde immer gefragt, wenn ich die Zahlen tanzen soll, wie viele Kinder tatsächlich auch unsere Sachen genutzt oder gesehen haben. Aber auch, wie viele Kinder haben überhaupt in Deutschland ein Tablet oder worüber lachen Grundschulkinder? Solche Fragen oder wie geht's Familien nach Corona, das sind so Fragen, für die ich immer gerne angesprochen werde. Und bei dieser Studie eben hatte ich auch das Privileg, dabei sein zu dürfen, und gebe damit jetzt auch an Daniel ab, der die Idee dazu hatte. Mein Name ist Daniel Seiler, ich arbeite an sich als Redakteur in der Unternehmenskommunikation, aber darf daneben das Themenfeld Diversität bei uns betreuen, also das Diversity Management ein bisschen koordinieren und Impulse ins Haus geben, wie wir als Angebot möglichst divers sein können. Genau, und Saskia, du, glaube ich, kannst einmal durch die Methode und unser Interesse führen. Genau, das Interesse, was uns umtreibt, ist natürlich auch gerade bei inklusiver Sprache. Da wird, Daniel hat es vorhin schon gesagt, unser Begehr ist wirklich zu versachlichen. Die Frage ist tatsächlich, welche Sprachformen sind überhaupt bei Kindern bekannt? Kinder sind für gewöhnlich nicht auf der Welt und können sofort lossprechen, sondern müssen es eben halt erst lernen, also auch jegliche Formen von verschiedenen Sprachformen. Wie sieht das also aus bei 6- bis 13-Jährigen? Wir haben die Vorschulkinder ausgelassen. Was für ein Verständnis haben sie von den verschiedenen Sprachformen? Ich weiß nicht, es gab mal so ein Video von Deutschland 3000, wo man auch ganz gut sehen konnte, was verschiedene Sprachformen auch für Assoziationen wecken. Das hat uns umgetrieben. Auch vor 2 Jahren gab es ja schon mal so einen Impuls zur Generation Alpha. Was für einen Stellenwert hat vielleicht auch inklusive und geschlechtergerechte Sprache für diese Generation? Und natürlich, last not least, so ein paar Medienschaffende sehe ich hier ja auch. Wie gestalten wir denn dann überhaupt Ansprachen, wenn wir auf Augenhöhe sein wollen mit dieser Zielgruppe, wenn wir sie adäquat ansprechen wollen? Oder was evozieren wir dann eben auch, je nachdem, was für Sprachformen wir wählen? Das ist genau das, was wir versucht haben, mit dieser Befragung auch abzudecken. Kurzer Exkurs, kurz mal die Hände heben. Wer von euch, wer von Ihnen hat überhaupt Kontakt zur Zielgruppe, so regelmäßig? Okay, sehr gut. Damit seid ihr schon nicht ganz so repräsentativ für die Grundgesamtheit, aber trotzdem ein kleiner Exkurs. Wir haben die 6- bis 13-jährigen Schulkinder befragen wollen, die deutschsprachig sind. Vielleicht nicht für alle so ganz klar, über ein Drittel dieser Kinder hat Migrationshintergrund, Tendenz steigend, und nicht so typisch für Berlin. Die allergrößte Mehrheit in Deutschland wächst ländlich bzw. kleinstädtisch auf. Kleiner Funfact am Rande, als Großstadt gilt in Deutschland, was schon 100.000 Einwohner hat. Also nur mal so das Bild vor Augen, wo die Kinder in Deutschland sich alle aufhalten. Und es ist fast immer auch noch so, dass wir auch im Jahr 2024 noch traditionelle Lebenssituationen vorfinden. Die Mutter ist die Haupterziehungsperson mit allem, was dazugehört. Diese Kinder sind in der Regel alle medial integriert, aber nicht keinesfalls digital vollumfänglich sozialisiert. Auch das nochmal ganz wichtig.
Und 2024 haben wir jetzt gemerkt, gibt es nochmal ein ganz besonderes Spezifikum. Insbesondere bei den 6- bis 10-Jährigen hatten wir ja diese Corona-Lücke in der Schulausbildung. Das haben wir wirklich gemerkt, nicht nur letztes Jahr mit den Lesedefiziten, was ja auch durch die Presse gegangen ist, sondern eben auch hier die Sprach- und Lesekompetenz bei dieser Altersgruppe, was ja nicht ganz unerheblich ist, ist nicht ganz so ausgeprägt wie bei der ersten Erhebung 2021. Zur Methode noch ein letztes Wort. Es wurde vorhin schon gesagt, es ist wirklich eine bevölkerungsrepräsentative Face-to-Face-Befragung. Also da sind wirklich speziell geschulte Interviewer, Interviewerinnen in die Haushalte gegangen, haben dann einen Laptop aufgeklappt und sind einen standardisierten Fragebogen durchgegangen. Wir haben dafür extra ein Institut rausgesucht, was sich da auch ganz gut auskennt. Wir haben rund 830 6- bis 13-Jährige befragt und Befragungszeitraum war März bis Anfang April diesen Jahres. Und damit übergebe ich an Daniel. Genau, und damit wollen wir in die Ergebnisse einsteigen. Unser erstes Forschungsinteresse war, was erleben Kinder überhaupt im Alltag üblicherweise? Die häufigste Nennung war eine neutrale Ansprache, also eine, wo kein Geschlecht direkt genutzt wurde. Beispiel ist liebe Kinder. Uns wurde auch genannt zum Beispiel sowas wie liebe Anna, liebe Peter und so weiter. Also wirklich alle Kinder per Namen angesprochen wurden oder liebe alle. Auf dem zweiten Platz folgt das generische Maskulinum, was 30% der Fälle die Kinder im Alltag erleben. Und 17% erleben, wir haben es jetzt mal geschlechtsdifferenzierte Ansprache genannt, also die klassische Beidnennung oder Paarform. Und nur 3% erleben im Alltag den Glottisschlag, liebe SchülerInnen beispielsweise. Hervorzuheben, glaube ich, bei der Zahl ist insbesondere das generische Maskulinum mit 30%. In unserer ersten Befragung 2021 lag dieser Wert bei 10%. Also wir haben in den letzten 3 Jahren eine Steigerung von beim generischen Maskulinum von 20% erlebt. Das ist ziemlich krass, finde ich, dass, so, wenn man das sich anguckt, vor allem wenn man bedenkt, dass so die politischen Diskussionen rund um wir verbieten geschlechtergerechte Sprache in Schulen in Bayern und Sachsen zum Beispiel parallel zu unserer Befragung erst stattgefunden haben. Also diese politischen Entscheidungen sind quasi da noch nicht an sich wirkkräftig gewesen. Also das, glaube ich, sehr, sehr starke Zahlen. Wir sehen aber auch, dass das generische Maskulinum sehr stark akzeptiert wird. Es gibt also wenig Problembewusstsein in der Zielgruppe. Den Kindern fällt das oft nicht auf. Und sie haben da sehr, sehr hohe Zustimmungswerte, trotzdem auch zu einer geschlechtsdifferenzierten Ansprache. Dann unsere zweite Frage war, was verstehen Kinder denn eigentlich unter diesen unterschiedlichen Formen? Das heißt, wir haben ihnen einmal die Form Schüler, einmal Schülerinnen und Schülern, einmal SchülerInnen gezeigt und gefragt, wer ist denn damit eigentlich gemeint? Und beim generischen Maskulinum in der Form liebe Schüler sagen 68%, damit sind alle Kinder gemeint. Auch das deutet für uns darauf hin, dass Kinder dieses Problembewusstsein für geschlechtergerechte Sprache unbedingt noch nicht vollumfänglich haben. Ein Drittel ungefähr, 31%, sagt, damit sind nur Jungs gemeint. Bei der Beidnennung ist der Wert am stärksten, das seht ihr an dem orangen Kreis, 92% erkennt, dass hiermit alle Kinder gemeint sind und der grüne Balken bei ganz rechts, glaube ich, so auch eine spannende Aussage, 31% der Befragten sagt, bei SchülerInnen wissen sie gar nicht, wer ganz genau gemeint ist. Dazu sagen muss man hier, wir haben einen sehr starken Alterseffekt, also je älter die Befragten werden, umso eher neigen sie zu den Schülerinnen und Schülern oder auch zu den SchülerInnen. Aber das ist ein Thema, was wir im Laufe des Vortrags noch ein paar Mal sehen werden, dass gerade das Alter einen sehr, sehr starken Effekt hat auf all die Fragen, die wir so hatten. Und Saskia, damit bist du wieder dran. Dann ist natürlich die Frage, was wünschen sich die Kinder, beziehungsweise wie bewerten sie denn dann überhaupt diese Varianten? Also wir haben dann gesagt, stell dir mal vor, dein Lehrer oder deine Lehrerin würde dich so ansprechen. Wie fändest du das denn überhaupt? Wie findest du das? Und dann ist einerseits bei der Form Schüler, also grün ist immer abgetragen, die Zustimmung, finde ich, gefällt mir total gut oder eher gut. Und rot ist, gefällt mir weniger oder überhaupt nicht. Also die Top 2 und die Bottom 2 Boxes sozusagen. Und es fällt halt total auf, dass sowohl bei Schüler als auch bei der Beidnennung Schülerinnen und Schüler, dass die relativ nah beieinander liegen. Kleiner Sidekick am Rande, ich glaube, es muss Ende der 80er gewesen sein, wo die Schülerinnen und Schüler Formulierung eingeführt worden ist. Also insofern 2024 ist das jetzt auf demselben Niveau wie Schüler. SchülerInnen haben wir erst seit ein paar Jahren, da ist es jetzt pari pari bei ungefähr 29% zu 32%. Aber es fällt eben auf, das was Daniel vorhin auch schon sagte, also ein Problembewusstsein kann man an der Stelle erstmal nicht konstatieren, ist auch wenig verwunderlich, Kinder haben ja auch wenig Vergleiche an der Stelle. Sie erleben ja das, was sie in dem Moment mitkriegen, auch als das, was das Normale ist, als das, was sozusagen 100% sein müsste. Aber wir merken, Schüler und Schülerinnen und Schüler als
beide Formulierungen etwa gleich auf und SchülerInnen in einer etwa Pari-Pari-Situation auf einem niedrigeren Niveau. Dann wollten wir aber natürlich auch nochmal wissen, naja, Daniel hat es vorhin ja schon gefragt, was denkst du, wer ist gemeint? Aber wir wollten natürlich auch wissen, naja, was assoziiert ihr denn damit? Das fragt man natürlich so Kinder nicht, sondern man sagt, sag mir mal bitte, was davon trifft auf diese Formulierung zu? Also eben zum Beispiel auf die Anrede, liebe Schüler. Und das, was so wunderschön in diesem Lachsrosa eingefärbt ist, das sind so die meisten Nennungen. Das sind gestützt abgefragt gewesen, weil wir es vergleichen wollten. Und da fällt halt auf, das ist halt so eine Einfachnennung. Also die Kinder finden es toll, dass es einfach kurz ist, dass es einfach ist, dass man das gut lesen kann, dass man es gut aussprechen kann. Das sagen offensichtlich auch die Kinder, die so alt sind wie das Kind selber, und es sagen eher Jungs. Wie ist es dann bei der Beidnennung, Schülerinnen und Schüler? Da merkt man sofort, es ist viel ausgeglichener. Da sagen auch die Kinder, hier fühle ich mich aber angesprochen. Und hier fühlen sich auch alle Kinder gleichberechtigt. Also es ist nicht so, dass sie das nicht sehen würden, auch wenn sie vielleicht Schüler durchaus gut finden. Sie sagen auch nicht nur gleichberechtigt, sondern es werden auch alle Kinder gleichermaßen angesprochen. Es wird keiner höher oder niedriger gewertet. Und auch, man weiß auch gleich, wer damit gemeint ist. Und last not least wollten wir es natürlich auch für SchülerInnen wissen. Und da fällt halt auf, da sagen die Kinder, oh, das klingt irgendwie kompliziert. Und das kennen sie eher aus den Medien, was immer ganz spannend ist, weil ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, so viel Mediensozialisation kann man gar nicht als so gesetzt voraussetzen, was gleichförmig ist. Aber auch das liest man im Internet, also wo kriege ich so einen Glottisschlag auch tatsächlich mit, ne? Das ist so das, was die Kinder sagen. Also summa summarum, sie fassen sich eher kurz, sie sagen Schüler, aber sie erkennen das Inklusive und das Gleichberechtigte in der anderen Sprachform oder in beiden anderen Sprachformen. Aber sie fassen sich dann dennoch eher kurz. Dazu insofern noch mal ein kleiner Sidekick. Was haben uns die Daten noch verraten? Ab wann ist denn dann überhaupt inklusive Sprache ein Thema? Also wir haben in den ganzen Zahlen gemerkt, dass das Bewusstsein für das Thema ab etwa 10 Jahren einsetzt. Ab dann fingen die Zahlen an, ganz gravierend auseinanderzugehen, in den Teilzielgruppen auch andere Zahlen aufzutreten. Daniel hat nachher noch mal ein schönes Abschlusschart dazu. Und da haben wir natürlich auch überlegt, was sind Gründe dafür? Naja, zum einen natürlich ganz klar die kognitiven Fähigkeiten. Dann ist es so, auch da Berlin-Brandenburg nicht unbedingt repräsentativ für Gesamtdeutschland. Weiterführende Schulen ist ein Thema in allen anderen Bundesländern außer hier ab 5. Klasse. Das ist auch so summa summarum ab etwa 10 Jahren, wo auch vielleicht andere Themen höher gerankt werden, einsetzende Pubertät, aber natürlich auch die Lesekompetenz und die Erfahrungen. Und alles, was erstmal etwas schwieriger ist beim Lesen und Schreiben, ist auch erstmal ein Hinderungsgrund an der Stelle. Und last not least, das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu, naja, wer kennt denn dann überhaupt den Glottisschlag? Wir haben uns auch bewusst für den Glottisschlag entschieden, also nicht Binnen-I oder so, sondern wir haben auch das Sternchen abgefragt als das bekannteste. Und da haben wir festgestellt, da hilft uns auch nochmal der Vergleich zu 21, 45% der 6- bis 13-Jährigen, die haben das vorgelegt bekommen und haben gesagt, ich kenne das, ja, also ich weiß damit, was anzufangen. Das sind 12 Prozentpunkte mehr als noch vor 3 Jahren. Also diese ganze Diskussion rund um Gendern ist bei den Kindern auch nicht ganz spurlos vorübergegangen, auch wenn sie vielleicht in der Institution Schule das vielleicht gar nicht so in dem Moment wahrgenommen haben. Und von diesen 45% wissen auch fast alle, dass es um geschlechtsspezifische Ansprache geht. Also sie haben das frei differenzieren können. Und 27% von ihnen hatten auch sagen können, es geht um mehr als nur binäre Geschlechter. Also sie haben wirklich auch nochmal noch granularer, auch wirklich es sehr, sehr akkurat benennen können. Und Lese- und Schreibkompetenz, Sprachkompetenz, die Hälfte aller gefragten Kinder, 55%, können ihn auch korrekt aussprechen. Auch das zu konstatieren im Vergleich zum Vorjahr. Und damit die letzten beiden Folien für Daniel. Genau, und das sind dann so, glaube ich, die für uns auch überraschendsten Zahlen ein bisschen gewesen, nämlich die Frage, was wünschen sich denn Kinder jetzt eigentlich ganz im Speziellen, wenn man sie fragt, wie wollt ihr denn angesprochen werden im Alltag? Und es zieht sich so ein bisschen durch, wie schon bei den ersten Zahlen, die ich gezeigt habe. Das generische Maskulinum ist das die Wunschform von über der Hälfte der Kinder. Sie wollen mit liebe Schüler beispielsweise angesprochen werden. Die Beidnennung auf Platz 2 mit rund ein Drittel Nennung und den Genderstern oder Glottisschlag liegt bei 14%.
Das klingt jetzt irgendwie erstmal so, oh krass, wie konservativ ist denn die Jugend dann, oder sind Kinder denn jetzt dann doch geworden? Vielleicht nochmal kurz die Vergleichszahlen zu 2021, da war das generische Maskulinum bei 44%, die Beidnennung bei 49%, da war die also auf Platz 1 und der Gender-Stern und Glotteschlag bei 7%. Aber hier sehen wir, was ich eben schon meinte, eben auch ganz starken Alterseffekt. Wenn ich jetzt die gesamten Befragten aufteile in die Altersgruppen, dann wandelt sich das Bild so mit der Zeit und mit dem Alter. Und auch da kommen wir genau zu den Themen, die Saskia gerade hatte, von Pubertät, Lesekompetenz, eigener Entwicklung. Also je älter die Kinder werden, ganz stark sichtbar, umso mehr lehnen sie langsam das generische Maskulinum ab. Und es ist, der Gewinner ist der Genderstern bei dann den 12- bis 13-Jährigen mit 13%. Und was man auch sagen muss, ganz spannend, sind noch so Nebeneffekte. Zum Beispiel sind, wenn wir auf das Thema Migrationshintergrund gucken, sind es eher Kinder mit Migrationshintergrund bevorzugen den Genderstern mehr als Kinder ohne Migrationshintergrund. Gleichzeitig ist es auch so, dass zwar jüngere Jungen eher das generische Maskulinum wollen, ältere Mädchen wiederum dann eher den Glottisschlag. Also ganz spannend, da nochmal genauer hinzugucken und eben, diese Zahlen sind dann doch zu verallgemeinert, als man daraus Ableitungen treffen kann. Genau, das war einmal der Ritt durch die Zahlen, die wir jetzt hier, wie gesagt, ganz frisch präsentiert haben. Und daraus stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Weil es gibt nicht so die richtige Antwort gefühlt. Wir müssen alle gendern oder nicht gendern oder entgendern. Und wir hatten 2021 die Studie damals so ausgewertet und gesagt, eigentlich müssen wir sehr gezielt immer auf das jeweilige Medienprodukt gucken, für wen ist das denn genau und dann Ableitungen treffen. Und ganz ehrlich, das zieht sich 2024 aus meiner Sicht auch sofort. Wir können an keiner Stelle so richtig sagen, die Form ist pauschal für alle richtig. Und ich glaube, man muss sich so ein bisschen annähern, wenn wir als öffentlich-rechtliches Medienhaus zum Beispiel sagen, wir wollen alle ansprechen, dann muss ich eigentlich das generische Maskulinum auch aufgrund dieser Zahlen weiterhin ausschließen. Das kann nicht die Form sein, mit der ich alle anspreche. Gleichzeitig, wenn ich nach oben gucke, wenn ich das mal so wertig abtragen würde, schließt das der Glottisschlag oder der Genderstern eben aus der Lesekompetenz und vom Verständnis her auch ganz viel raus. Und damit scheint für mich, aber die Diskussion werden wir auch hausintern noch weiterführen müssen, ist, glaube ich, die Beidnennung, das auf jeden Fall realistischste, womit wir viele abholen und erreichen. Und ja, wir schließen an der Stelle eben non-binäre Menschen aus und Menschen, die sich nicht dem binären Geschlechtssystem zuordnen. Aber so von dem, wie gesagt, von den Werten her abzutragen, ist das, glaube ich, eine Stoßrichtung, in die wir wahrscheinlich gehen werden. Aber die Diskussion werden wir noch weiterführen. So, soweit zu dem, was wir euch präsentieren wollen. Die Ergebnisse zum Nachlesen gibt es im Laufe des Tages unter der URL. Also ich glaube, vielleicht ist es schon aktualisiert, aber spätestens gegen Mittag sollte dort alles online sein. Und wir freuen uns ansonsten, ich lasse es auch noch kurz stehen, auf eure Fragen, Anmerkungen, Hinweise. Und ihr könnt uns ansonsten auch im Nachgang noch ansprechen oder E-Mail schreiben. E-Mail wäre kommunikation@kika.de. Genau, da wäre die E-Mail-Adresse oder auch nochmal unser Portal soweit, wenn ihr noch mehr zu Kika erfahren wollt. Ja, und damit Fragen oder Anmerkungen sehr gerne von euch. 6 Minuten könnt ihr gerne. Ja, ihr Lieben, ich bitte um Handzeichen. Wir haben auch noch 6 Minuten länger, weil wir ein bisschen später angefangen haben. Ich würde bei dir dort hinten anfangen. Danke sehr. Hi, danke erstmal. Mich interessiert, habt ihr auch die soziale Akzeptanz mit eingeschlossen in dieser Studie? Denn das ist für mich auch ein Gefühl, dass Menschen auch dann anders antworten, wenn sie denken, dass vielleicht das die Antwort ist, die jetzt erwartet wird und die vielleicht auch die ethisch richtigste Antwort ist, gerade vielleicht ältere Kinder. Da antworte ich, glaube ich, mal direkt drauf als Methodikerin. Soziale Erwünschtheit ist ein Thema. Das ist genau das, was ich am Anfang mit der Methode erklärt hatte. Also, dass wir dann eben sagen, es sind speziell geschulte Interviewer, dass wir in der Frageform entsprechend versuchen, das zu kontrollieren. Komplett ausschließen kann man das bei gar keiner Form von Befragung, aber ich bin mir zumindest relativ sicher, dass wir es bei der Frageweise, auch wie wir es angeordnet haben, auch wie wir es eingeleitet haben, es nach bestem Wissen und Gewissen kontrollieren konnten. Das wäre so die Methodenantwort. Danke.
Meine Frage ist, habt ihr euch genauer angeschaut, Kinder in Haushalten, in denen mehrere Sprachen gesprochen werden, ob es da Unterschiede gibt, dass zum Beispiel Deutsch und eine weitere Sprache die Familiensprachen sind oder ob Deutsch zum Beispiel als Erstsprache gar nicht vorkommt im Haushalt? Habt ihr das irgendwie näher differenziert? Auch das vielleicht eine Methodenfrage. Wir können das. Wir haben es jetzt erstmal auf der Ebene gemacht, wie es Daniel gerade erzählt hat, dass wir erstmal nach Kopfgruppe gemacht haben mit Migrationshintergrund und ohne. Und da merkt man schon in kleinen Teilzielgruppen, merkt man schon ein paar Differenzen. Muss man immer so ein bisschen aufpassen mit den Fallzahlen. Aber da kriegt man schon so ein paar Hinweise. Und dann müsste man jetzt quasi in die nächste Kopfgruppe gehen und weiter runtergehen. Also die Daten sind drin. Nur haben wir es Stand heute noch nicht so tief ausgewertet. Nur so auf der Migrationsebene allgemein. Hi, vielen Dank auch von mir. Habt ihr eine Erklärung dafür, dass die Verwendung des generischen Maskulinums so zugenommen hat, um 20%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe? Das ist eine gute Frage, weil die wir sehr intensiv auch diskutiert haben bei der Auswertung. Und im Moment erklären wir es uns am stärksten durch tatsächlich diesen Corona-Effekt. Die Lesekompetenz, das spricht so für uns, so diese Zuordnung zu dem Item, das ist einfach, das verstehe ich, das ist schnell zu begreifen, weil das hat im Vergleich zu 2021 zugenommen. Das ist uns 2021 so nicht aufgefallen. Deshalb ist für uns ein Indiz, dass Corona eine Erklärung sein könnte. Daneben ist natürlich die Frage der politischen Diskussion, wo uns auch die Frage stellt, ob das so in der Zielgruppe wahrgenommen wird und ob das in Haushalten oder in den Schulklassen diskutiert wird. Das haben wir ein bisschen nach unten priorisiert. Also unsere Tendenz Richtung Corona und Lesekompetenz und Sprachverständnis im Moment. Gibt es im Sample der Befragten auch diverse oder habt ihr männlich-weiblich nur drinne? Wir haben alles das drin, was angegeben worden ist. Und tatsächlich haben wir dort unter den Angebenden nur rein binär. Also wir haben auch andere Studien, wo tatsächlich auch mal jemand gesagt hat, er ist divers. Also er möchte auch als divers verstanden werden. In dieser Studie ist es nicht der Fall. Aber wir fragen das auch so ein bisschen wie bei der sozialen Erwünschtheit. Das sind so Sachen, die fragen wir ab. Wenn es uns nicht angegeben wird, können wir es nicht extra exkludieren. Hallo, ich habe einmal die einfache Frage, ob es einen starken Geschlechtereffekt bei der Akzeptanz des generischen Maskulinums gibt, weil Schüler 54%, da wundert es mich nicht so arg, intuitiv erstmal. Und die andere Frage ist eher, wenn euch bewusst ist quasi, dass ihr Ausschlüsse produziert, wenn ihr keine inklusive Sprache verwendet, wie seht ihr das im Verhältnis dann aber zu eurem Bildungsauftrag und vielleicht auch einen Auftrag, inklusiv zu sein, vor allem wenn bekannt ist, dass Kinder und Jugendliche ja das vielleicht gerade durch sowas wie Kika lernen überhaupt erst, dass es diese Option gibt. Okay, ich steig mal ein. Also ja, Jungs mögen das generische Maskulinum pauschal gesprochen etwas lieber als die Mädchen. Es gibt aber eben auch, je nachdem wie wir gefragt haben, schon auch den Befund, dass zumindest junge Mädchen zunächst erstmal kein Problem damit haben, als liebe Schüler angesprochen zu werden. Das vielleicht nochmal als kleine Abgrenzung. Und dann, bevor ich zur Antwort für die zweite Frage noch dazugeben möchte, das, was Daniel vorhin schon sagte, wir haben, wenn man so will, auch bei Kika eine klassische Normalverteilung. Also auch in der Auseinandersetzung mit diesen Ergebnissen haben wir sowohl die eine Position als auch die andere Position, als auch ganz viel dazwischen. Also insofern ist es ein steter, sehr dynamischer Prozess. Ja, und zu deiner zweiten Frage, das ist natürlich genau das Spannungsverhältnis. Einerseits alle anzusprechen, auch zu informieren, zu bilden, zu beraten. Aber andererseits auch müssen die Inhalte ja so transportiert werden, dass sie verstanden werden. Und deshalb quasi, es gibt nicht die Leitlinie, die wir aus dieser Sprachstudie ableiten. Also es wird niemandem verboten, auch den Genderstern zu nutzen. Ich glaube, es ist immer wirklich eine Betrachtung dann, wen will ich erreichen? Spreche ich mit einem Beratungsangebot 12-, 13-jährige Mädchen an? Dann scheint es nach den Ergebnissen sinnvoll zu sein, den Glottisschlag zu nutzen oder einen Genderstern. Und dann ist es genau richtig. Und gleichzeitig
sind natürlich die medialen Möglichkeiten der Information und der Bildung begrenzt. Wir müssen gleich sagen, wir sind kein Schulfernsehen. Wir können bestimmte Dinge tun, das machen wir auch mit unserem breiten Bildungsangebot. Aber an irgendeiner Stelle schlägt dann, das ist, glaube ich, eher meine persönliche Haltung auch, schlägt dann die Verständnis, den Bildungsauftrag zum Beispiel. Weil wenn wir bilden, aber es versteht keiner, haben wir ein Problem. Und gleichzeitig können wir nicht Schulunterricht leisten, der jetzt hier erklärt, wie, was, wo gemeint ist. Also es ist ein Spannungsverhältnis. Ich glaube, wir nehmen dieses Thema da auch wirklich sehr, sehr ernst und gucken uns es sehr genau an. Aber die pauschale Antwort gibt es nicht. Aber genau dazu ist auch die Studie da, um Erkenntnisse zu haben, wo können wir denn wie weit gehen. Wo ist die Zielgruppe so, dass sie das versteht, dass sie es wünscht und wo können wir auch einen Effekt hier erzielen? Ja, ist eine ganz kurze Frage. Vielleicht habt ihr es auch erwähnt und ich habe es nicht mitbekommen. Und zwar die Frage, welche Rolle spielen denn Hörgewohnheiten? Habt ihr das erhoben, was die Kinder zu Hause hören? An Sprache oder auch an inklusiver Sprache oder nicht? Also erhoben haben wir es explizit nicht. Wir haben uns 2021 lange mit dem Befragungsinstitut darum beschäftigt, wie wir diese Erhebung machen und sind dann zu dem Kontext gekommen, wo erleben Kinder denn eine Ansprache, wo sie wirklich geschlechtsbezogen ist? Also wo werden sie denn differenziert, potenziell angesprochen? Und das ist nicht in Familien, da werden wahrscheinlich eher die Namen gesagt. Ich sage ja nicht, selbst Kind ist ja, nicht geschlechtsspezifisch. Und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen den schulischen Kontext als Befragungskontext, weil hier dieses Schülerinnen und Schüler am ehesten passiert. Und deshalb, wir haben es nicht explizit quasi nochmal, was erlebst du in der Familie, aber wir sehen das ja in den Items auch. Das erlebe ich in der Familie, ist quasi eins der Items, ich glaube es sind 30 oder sowas, wo wir abgefragt haben, wie dieses, es ist kompliziert, ich erlebe es dort in Medien. Und da sehen wir dann schon, dass es in Familien auch eher zu den, ich nenne es mal, einfacheren Formen tendiert, dass da der Genderstern ungewöhnlich zum Beispiel ist. Aber das ist für uns, war für uns bis jetzt auch nicht das Filterkriterium, nachdem wir nochmal gezielter ausgewertet haben. Genau, und guter Hinweis noch, die Beidnennung erleben aber Kinder trotzdem auch im Familiären, aber da, wo es dann Geschwister mit dem anderen Geschlecht gibt. Also das haben wir quasi so schon 21 auch als Ergebnis gesehen, dass da, wo Geschwister sind, des anderen Geschlechts, da wird dann auch eher differenziert im Familienalltag. So, wir haben noch Zeit für eine Frage angesichts der Zeit mit Bitte um kurze Antwort. Ja, Dankeschön. Da schließt sich eigentlich ganz gut an, weil meine Frage auch in die Richtung Eltern- und Familienhaus geht. Habt ihr da auch Einstellungen abgefragt oder das ein bisschen miteinander verbunden, wie Eltern und Familien mit dem Thema umgehen und wie das auf die Kinder wirkt? Mein Kopfhörer ist defekt, ich höre gerade nichts mehr, deshalb muss ich kurz... Einstellungen in Familien, ob wir die abgefragt haben. Okay, dann antworte ich jetzt mal kurz und bleib mal ganz nah am Kollegen, dass der mich versteht und entsprechend ergänzt. Einstellungen haben wir nicht abgefragt, aber natürlich die ganz typischen sozioökonomischen Faktoren, also Bildung, Einkommen, Migration. Und so ein bisschen ähnlich wie vorhin mit der Sprachkompetenz in den Haushalten, merkt man da auch teilweise Unterschiede. Und die sind gar nicht so komplett eindeutig. Also es ist nicht unbedingt... dass du nach dem Motto formal höher gebildet, dann eher Glottisschlag oder eher Beidnennung. Das kann sogar im Durchschnitt so sein, aber in den Teilzielgruppen nicht. Und da hat sich auch ein bisschen was verändert seit 21. Also zum Teil ist es sogar so, dass je nach Blickwinkel bei manchen Punkten sogar eher vielleicht formal niedriger gebildete zum Beispiel den Glottisschlag besser finden oder die Beidnennung, aber es changiert. Also je nachdem, also ich könnte jetzt eine Schlagzeile machen für das eine, für das andere und für das letzte. Also je nachdem, was man haben möchte.